Hallo liebe Blumenfreunde, heute zeigen wir euch die Herstellung von Blumenerde mit EM Süd Fertigbokashi. Für die Herstellung von Blumenerde empfehlen wir den rein pflanzlichen EM Süd Fertigbokashi, da der EM Süd Fertigbokashi mit Hühnermist zu intensiv wäre. Zuerst wird der Blumenkasten zur Hälfte mit handelsüblicher Blumenerde gefüllt. Dann wird der EM Süd Fertigbokashi hinzugegeben. Für einen Blumenkasten benötigen Sie ca. 1 bis 2 Tassen EM Süd Fertigbokashi, den Sie gleichmäßig im Blumenkasten auf die Blumenerde verteilen. Anschließend wird der Blumenkasten vollständig mit Blumenerde gefüllt und alles kräftig von Hand vermischt. Mit der Bepflanzung sollten Sie nun ca. eine Woche warten, da der pH-Wert des Küchenbokashi vom Boden zuerst neutralisiert werden muss, damit die Pflanzen die bereitgestellten Nährstoffe auch aufnehmen können. EM Süd Bokashi liefert der Pflanze wichtige Nährstoffe, die sie zum Wachstum braucht. Im Unterschied zu rasch wirkenden Mineraldüngern sind die Nährstoffe in EM Süd Bokashi organisch gebunden. Das ist die Basis für eine lang anhaltende Nährstoffversorgung. Gesunde, vitale Pflanzen. EM Süd Bokashi macht Pflanzen über die Bodenaktivierung widerstandsfähiger gegenüber bestimmten Krankheitserregern. Verschiedene nützliche symbiotische Mikroorganismen wie Mykorrhiza werden in ihrer Aktivität gefördert und beeinflussen mit ihren Stoffwechselprodukten Pflanzengesundheit und Ertrag positiv. Nach der Einarbeitung des Bokashi sollten Sie die Blumenerde mit EMA-Wasser im Verhältnis 1 zu 100 kräftig angießen. Ihr Team vom EM Technologiezentrum Süd.